Der Besucher wird, wenn er die Treppe heraufkommt, empfangen durch eine Petersburger Hängung, eine im Grunde genommen für heutige Augen sehr ungewohnte, mehrreihige, mehrregistrige Hängung aller Bilder, die noch aus der Sammlung des Stifters Johann Friedrich Schlegel im Haus erhalten geblieben sind. Eine Art Hommage an die Frühgeschichte des Hauses. Und im selben Sinne haben wir dann innerhalb der Altmeistersammlung verschiedene Räume, zum Beispiel den Raum mit dem wunderbaren Kreuzaltar von Adam Elsheimer, kleinfigurig, kleinformatige Kupfertäfelchen, kostbar gemalt, so angeordnet, dass der Eindruck im Grunde genommen auch eines frühneuzeitlichen Sammlerkabinetts entsteht. Kleinformatige Bilder für nahsichtige Betrachtung angelegt. Umgekehrt in den großen, der große Italiener Barocksaal ist ein großer festlicher Saal mit großen, großformatigen, glanzvollen Gemälden, wie etwa Tiepolos großartige Feier einer neureichen venezianischen Patriziersippe, der Grotta, die sich sozusagen eine Ahnengeschichte bis in die Spätantike zurück konstruieren oder malen lassen. Oder eben der darauffolgende große Saal der Renaissance und manieristischen Gemälde Italiens, in dem momentan natürlich der neu erworbene Papst Julius II. Von Raphael und Werkstatt zu bewundern ist. Wir haben eine große durchgehende Hauptachse wieder geöffnet. Man geht nicht mehr durch kleine Kabinette und findet mühsam nur die Hauptsäle, sondern man findet jetzt wirklich die großen Säle aneinandergereiht sozusagen vor. Sie betreten die Sammlung durch den Kuppelraum, der erstmals mit den anderen Räumen verbunden ist und der die Gemälde des 15. Jahrhunderts der Niederlande aufnimmt, die Kronjuwelen, wenn Sie so wollen, der Altmeistersammlung in Frankfurt, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hieronymus Bosch und Zeitgenossen und haben dann eben auf den beiden Seiten, die sich dann öffnen, eben entweder den Weg in die deutsche, die holländische, die flämische Malerei oder auf der gegenüberliegenden Seite in die italienische Schule vor allen Dingen. Dadurch ist eine größere Klarheit in der Raumverteilung erreicht, aber damit auch in eine größere Klarheit in der Abfolge der Schulen, in ihrem wechselseitigen Einflussverhältnis, was auch markiert wird durch die Wandfarben, die klassische Wandfarben im Grunde genommen sind: Rot für Italiener, Grün für Deutsche, Blau für die Holländer und Flamen.